Janni. Ja, Janni, ein... Melissa und Leander, seid ihr ein Paar? Nee, was? Was mit unserer Love Story? Ich sammle immer noch Fragen, die ihr mich stellen könnt für ein Weihnachts-Q&A. Deswegen schreibt gerne in die Kommentare alles, was ihr wissen wollt. Ich werde es beantworten. Servus Leute und herzlich willkommen zu Folge Nummer, dem Gespräch danach von der Bachelorette. Heute treffen sich ein paar Typen von der Bachelorette mit der Bachelorette und einer Moderatorin und werden besprechen, wie das Ganze abgelaufen ist. Und wir erfahren natürlich, ob die zwei, Leander und Melissa, noch zusammen sind. Und am Ende des Videos werde ich noch die drei Kandidaten für das Gewinnspiel, die drei Gewinner, verlosen. Jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der ersten Szene. Spaß machen und los geht's! War das jemals so emotional? Wir haben so viele Fragen, die wir jetzt beantworten wollen. Passt, und die Fragen beantworten wir jetzt. Wie ergeht es wohl Daniel, wenn er jetzt gleich zum ersten Mal wieder auf Melissa trifft? Ja, Daniel wird natürlich auch dabei sein und Janni, der ist natürlich auch mit in der Runde. Die Frage aller Fragen nach jeder Bachelorette-Staffel. Wie viel Gage hat die Bachelorette bekommen? Nein, wir werden es nicht erfahren. Sind die Bachelorette und ihr Auserwählter Leander dann noch ein Paar? Ich glaube schon, dass sie jetzt noch ein Paar sind, aber in 5 bis 7 Monaten... Die Männer in meiner Runde, das sind Daniel, Moritz, Maurice, Ruven, Janni. Janni, ja, fangen wir mal mit Janni an. Ja, Janni, ein... WhatsApp aus beim Drehen. Ja, es war komisch mit anzusehen. Das war komisch, ja. Ne? Wieso war es komisch für ihn, das Finale mit anzusehen? Er war ja schon länger draußen. Hast du Herzklopfen gehabt? Ein bisschen schon. 1-4-4. Hallo, Janni hat nur ein bisschen Herzklopfen. 22er Puls, was los? Man hat sich die ganze Zeit nach diesem Horror-Date nicht mehr gesehen. Es gab keine Aussprache so wirklich. Okay, er hat zumindest realisiert, dass es wirklich ein Horror-Dream-Date war. Aber er ist bestimmt nicht dran schuld, dass es so war. Nein. Unsere bezaubernde Bachelorette hier ist Melissa. Ach komm, ihr könnt mir jetzt echt nicht sagen, dass die Frau on fire ist. Ich meine... Da ist, da brennt nichts, ne? Boah. Hallo. Hallo. Mit euch gedrückt. Es ist wie in der Schule damals. Alle stehen so da und begrüßen kontaktlos. Herzlich willkommen. Danke, ich freue mich, in unserer Runde. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Bekomme ich hierfür eigentlich auch noch eine Gage oder wieso sitze ich hier jetzt eine Stunde lang? Freue mich natürlich, euch alle wiederzusehen. Weiß aber jetzt auch nicht, was passiert jetzt heute Abend? Naja, was passiert heute Abend? Wenn es mit Leander nicht geklappt hat, kannst du dir ja alle Jungs zu dir nach Hause holen, alle mal küssen und dann den Nächstbesten einfach rausholen. Ich glaube, es gibt für dich auch noch einige Dinge zu klären heute Abend, oder? Hm. Ich glaube nicht, dass sie Bock hat, hier zu sein. Sie wird jetzt lieber zu Hause mit Leander sein. Spoiler. Du bist in dieser ganzen Reise so wahnsinnig gewachsen. War das auch dein Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Ja, du siehst von 1,56 Meter auf 1,57 Meter gewachsen. Und hier merke ich wirklich wieder, wer ich bin und was ich kann und was ich wert bin. Ja, und was sie wirklich wert ist, das zeigt uns RTL in einem kurzen Zusammenschnitt der schönsten... Ja, nächste Szene. Es ist schön, nochmal so zu sehen. Also es ist... Schön, ja, schön war es. Mhm, schön. Mit einer der besten, also die beste Zeit in meinem Leben bisher. Und in 20 Jahren erzählt sie ihren Kindern, dass sie von 20 Typen 5 Typen geküsst hat und sich dann den bumsbarsten ausgesucht hat. Hashtag stolze Eltern. Es ist ja niemand freiwillig gegangen. Wirklich niemand. Ich glaube, das gab es zuvor überhaupt noch nie. Okay, aber zuvor gab es ja auch noch nie eine Bachelorette mit fast 500.000 Followern auf Instagram. Hatte die besten Männer überhaupt, würde ich jetzt mal sagen. Es war... Wie Janni einfach reinschaut, als sie die besten Männer überhaupt gesagt hat. Janni. Das war's mit unserer Love Story. Okay, aber der Satz, der wurde in Folge 8 nicht reingeschnitten, sonst hätte ich ihn ja auch in die Folge inkludiert. Ich glaube, ich habe mir zu viel Druck gemacht für dieses Dream Date. Ich habe mich gar nicht selber wiedererkannt im Endeffekt. Schön, dass er auch ein bisschen gemerkt hat, dass er auch Probleme gemacht hat beim Dream Horror Dates. Weil einfach immer diese Forderungen, immer du musst, du sollst, sag mir. Oh ja, sie hat es zumindest erkannt, dass er sie sozusagen steuern wollte mit seinen Aussagen. Ne? Es waren immer Forderungen und die konnte ich eben nicht erfüllen. Da kann ich sie gut verstehen. Mich würde sowas auch extrem abfucken. Dass du mich dann so lange mit auf die Reise genommen hast, wenn du dann gesagt hast, es war die ganze Zeit so. Am Anfang hat man es Janni auch nicht wirklich angemerkt, dass er so ist, aber gegen Ende, dann wollte er halt immer mehr und immer mehr und es war ihm nie genug, was er schon gehabt hat. Es hat mir einfach nicht gut getan und ich habe mich einfach unwohl gefühlt in deiner Nähe.
Im Dream Date? Ja, im Dream Date. Da ist das Ganze, ne, ein bisschen ausgeartet. Unter Druck gesetzt. Ja, du warst zu deep drin, ja. Nach der vierten Folge oder so. Ich hab dich echt gefeiert bis zur vierten Folge. Jetzt, wo fast alle Jungs ihre Meinung zu Janni abgeben, ist er nicht mehr so happy. Jetzt schaut er eher verletzt aus irgendwie. Verkopft. Ja, übelst verkopft. Ja, es war echt. Irgendwann war einfach so der Moment, wo ich einfach gehen sollte. Ja, einfach. Ja gut, aber diese Vernunft, die kam etwas zu spät. Ein paar Wochen zu spät anscheinend. Also, Janni ist halt ein sehr einnehmendes Wesen. Genau. Hast dir nicht immer Freunde gemacht? Kann ich so sagen, oder? Hast du auch so empfunden? Ja. Ja, denn die anderen Männer, die haben ihn ja schon in den ersten paar Folgen nicht wirklich gemocht. Die Jungs haben wahrscheinlich viel mehr mitbekommen, als wir in diesem 55-Minuten-Ausschnitt, den wir da pro Folge gesehen haben. Weil ich bin halt jemand, ich bin halt ein sehr loyaler Mensch und im Endeffekt habe ich keine Freunde gesucht. Naja, jetzt hat er weder Freunde noch eine Freundin, aber ein bisschen Fame, immerhin. Bist du überrascht davon, dass Janni in der Villa auch teilweise so eine krasse Außenseiterposition hatte? Ich hab's ja mitbekommen. Denn am Anfang fand sie es ja echt schön, dass Janni weiß und sagt, was er will, aber irgendwann dann, als er sie komplett steuern wollte, dann war es halt echt too much. Ich habe zu dir gesagt, dass ich auf Dauer mit jemandem wie dir nicht zurechtkommen würde. Also ich würde sagen, der Janni braucht jemanden, der nicht so viel denkt, der keine eigene Meinung hat, wo er einfach immer das Alpha-Tier sein kann und alles bestimmen kann und alle Ziele festlegen kann. Ein bisschen toxisch einfach. Mhm. Aber jetzt genug zu Janni, denn jetzt kommt der, dem es in den Kommentaren alle gewünscht haben, gewonnen zu haben. Hier ist Daniel. Sie freut sich extrem, ihn zu sehen irgendwie, gell? Und wie locker er da einfach reinspaziert. Na, ganz entspannt. Daniel, das erste Mal seit dem Finale. Ja, wenn wir da ein bisschen drüber quatschen können und alles Revue passieren lassen können, ist es sicher von Vorteil. Dann starten wir mal damit, fangen wir an, darüber zu reden. Ich hätte gesagt, was heißt, wie betrunken bist denn du eigentlich? Oh. So lustig, wie wir ihn kennen, aber wie ging es dir eigentlich nach dem Finale, Daniel? Ja, es war natürlich im ersten Moment, weil ich schon überrascht, weil ich davon ausgegangen bin, dass ich die letzte Rose kriege. Ja, das haben sich ca. 95% der Leute, die unter meinem Finalvideo kommentiert haben, auch gedacht, dass er eigentlich gewinnen wird. Ich finde einfach, wenn sowas denn auseinandergeht, dann sollte man das im Guten auseinandergehen. Das ist sehr wichtig, ja. Und nicht irgendwie da noch eine Szene machen oder irgendwas. Stell dir einfach mal vor, wenn Adrian am zweiten Platz gelandet wäre, Alter, der hätte das ganze Gebäude abgerissen, nicht nur seinen Gürtel. Das habe ich ja so unglaublich an ihm geschätzt. Es gibt keinen perfekten Mensch, aber für mich bist du jemand, der nahezu perfekt ist. Uiuiui, Leander hätten diese schönen Worte an Daniel sicher nicht erfreut, wenn er die gehört hätte. Obwohl sie sich ja im Endeffekt für Leander entschieden hat. Also ich glaube, realisiert habe ich es bis heute noch nicht. Das war ja. Und ein Dialekt hat er fürs Gespräch danach auch nicht wirklich abgelegt, sondern er ist jetzt voll im Dialekt drin. Ich werde jetzt meinen Enkeln irgendwo erzählen, ja, damals hat der Opa da echt coole Sachen gemacht eigentlich. Ja, und aber wahrscheinlich ja nicht mit der Oma, ne? Ich bin echt mit der Erwartung an das Video rangegangen, dass es irgendwie mehr ein Streitgespräch wird, aber bisher ist es halt echt schön und entspannt. Hier ist Leander. Nimm Platz. Danke sehr. Aber sie lacht ihn einfach weniger erfreut an, als den Daniel, wo er reingekommen ist. Leander ist ein guter Freund von meinem Ex-Partner. Ja, vielleicht gibt es ja in ein paar Monaten Schlagzeilen zum Thema Leander, Melissa und Ex-Typ. Die Frage der Fragen. Seid ihr beiden ein Paar? Gleich werden wir es erfahren. Aber davor gibt es noch ein paar private Videobotschaften von den beiden. Sophie? Der Koffer ist gepackt. Ich fahre jetzt zu Leander. Risky Sache. Ui, ui, ui. Ich gehe sie gleich abholen. Sie kommt nämlich zu mir. Und wir müssen natürlich immer ganz vorsichtig sein, dass uns keiner sieht. Das ist ja auch mega stressig. Vor allem, wie lange ging dieses Geheimhalten? Das sind ja schon ein paar Wochen zwischen Kennenlernen und jetzt im Dezember. Das ist nämlich jede einzelne Rose, die ich von ihr bekommen habe. Sie hat mir zum Geburtstag eine Heißluftballonfahrt geschenkt. Sie können sich sicher leisten, jeden Morgen mit einem Heißluftballon zum Bäcker zu fliegen. Deshalb möchte ich jetzt von euch wissen, Melissa und Leander, seid ihr ein Paar? Nee, was? Ja. Ja, sind wir. Ich glaube, ja, ich kann jetzt mal. Ja klar, die zwei haben ja keinen Mindestabstand nötig, wenn sie sich eh privat treffen, ne? Wir sind total neugierig. Ach, ich bin froh, dass jetzt einfach raus ist. Ja. Ja, und jetzt scheint die allgemeine Stimmung der Runde irgendwie zu sinken, weil es ist halt komisch. Wie oft habt ihr euch denn schon gesagt, dass ihr euch liebt? Den anderen Herren in der Runde wird das gerade einfach so hart unter die Nase gerieben, dass die zwei jetzt zusammen sind. Ich glaube, ich habe sie heute 10-mal geschrieben.
Ja, also täglich eigentlich. Ja? Ja, aber mir ist es auch wichtig, dass wir uns das sagen. Klar ist es wichtig, das zu sagen, aber sagen kann man es ja einfach. Es ist halt viel besser, wenn es mir jemand zeigt. Melissa, du hast ja tatsächlich auch schon die ein oder andere nicht so gute Erfahrung gemacht mit Beziehungen in der Öffentlichkeit. Über das habe ich auch schon öfters nachgedacht, aber ich werde sowas einfach immer komplett privat halten. Bildlich vielleicht nicht, wenn jemand im Hintergrund mal durchläuft, aber Informationen, die bleiben bei mir auf jeden Fall. Ich habe den Leander kennenlernen dürfen, wir waren lang Zimmerkollegen und ich weiß, was für ein wahnsinnig lästiger Typ das der Leander ist. Auch wenn es für euch wahrscheinlich gerade extrem schwer zu verstehen war, ich liebe den Dialekt, aber ja. Er gönnt es den beiden trotzdem irgendwo, dass sie halt jetzt glücklich sind. Ihr seht echt glücklich aus und das gönne ich euch, wirklich. Aber gut, das ist ja gerade eine Momentaufnahme von der Beziehung. Wie es in ein paar Monaten aussieht, das werden die beiden sicher auf Social Media teilen. Ich finde auch, ihr passt ganz toll zusammen. Das Einzige, was mir jetzt heute Abend echt noch fehlt, ist ein Kuss. Ja, du, machen wir die Situation einfach noch komischer. Küsst euch jetzt bitte vor allen Jungs. Wieso nicht? Den gab's noch nicht. Ja. Den wollen wir jetzt auf jeden Fall noch sehen. Und wünsche euch eine ganz tolle, eine lange und vor allem eine glückliche Zukunft. Das ist auf jeden Fall wünschenswert für die zwei. Danke euch allen für eure Zeit. Ja, danke euch allen für eure Zeit, dass ihr meine Blödsinns-Irgendwas-Videos einfach euch immer reinzieht und die feiert. Und der Bachelor, der neue, der steht übrigens schon in den Startlöchern. Boah, schon wieder Bachelor? Ach du meine Güte. Auf den freuen wir uns sehr. Naja, ich freue mich natürlich auch. Ich habe den Bachelor noch nie geschaut, aber dann kann ich auf jeden Fall ihn mit euch zusammen das erste Mal schauen. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, die Staffel nicht verpassen wollt, abonniert sehr gerne unter dem Video meinen Kanal. Und jetzt kommen wir noch zum Gewinnspiel. Und zwar zu diesen drei Schätzchen hier, die 3x25 Euro. Jetzt kommt die Auslosung. 3, 2, 1. So, jetzt ist Samstag, der 12. Dezember. Das Gewinnspiel ist gestern vorbei gewesen, um 12 Uhr am Freitag. Ich habe hier meine Seite offen. Ich werde mal von Folge 8 von dem Finale den Link zum Teilen abrufen. Und dann schauen wir einfach mal bei Google unter Random YouTube Comments. Da gibt es nämlich eine Seite, die wählt dann Random YouTube-Kommentare aus. Die URL habe ich eingefügt und unten muss ich nichts ankreuzen, denn man kann natürlich so oft gewinnen, wie man will. Jeder Kommentar hat einmal teilgenommen. Und deswegen schauen wir jetzt einfach mal, was dabei rauskommt, welche die drei Gewinner sind. Ignoriert jetzt die Werbung, aber jetzt schauen wir einfach mal den ersten Gewinner. Suchen wir uns raus. 566 Kommentare und die erste ist Franziska Netto. Herzlichen Glückwunsch zu einem dieser Gutscheine. Sehr cool, ich mache direkt mal, achso, ich mache hier eine Bildschirmaufnahme, dann kann ich eh später die Gewinner kontaktieren. So, ein Ding ist vergeben, jetzt kommt natürlich das zweite und zwar mit diesem Knopf hier. Schauen wir mal. Buket CE. Okay, einer der, achso, ich habe den Kommentar vorher nicht vorgelesen. Einer der authentischsten YouTuber. Mach weiter so. Danke sehr an Buket.ce. Ich werde euch in die Kommentare schreiben, ich werde den Personen antworten, die sollen mir dann auf Instagram schreiben. Ich werde das alles machen, dass wirklich die Personen den Gutschein bekommen, die auch wirklich kommentiert haben, damit da keine Fake-Accounts entstehen. Ich werde das verifizieren mit einem bestimmten Code. Und den letzten Gewinn bekommt Susanne! Susanne, die ist super nette, anscheinend Oma aus Wien. Sie schreibt mir immer wieder, sie schreibt, oh, echt cool. Ihr seht, der Kommentar ist mega lang. Sie schreibt immer echt nette Kommentare, also ich kann eh zu dir du sagen. Und ja, herzlichen Glückwunsch an dich. Ich hoffe, du kannst es wirklich einlösen. Wenn nicht, dann kann ich dir gerne auch das Geld zuschicken. Mal schauen, wie wir das machen. Aber echt mega cool. Oh, ich bin gerade echt überrascht. Danke auch für die ganzen vielen Kommentare. Du antwortest echt unter jedem Video. Du schreibst mir echt immer so lange Kommentare. Ich freue mich immer jedes Mal. Aber ja, das waren die drei Gewinner. Und jetzt geht's noch mit dem Ende des Videos weiter. Vielen Dank fürs Mitmachen und viel Spaß an die Gewinner mit den 75 Euro insgesamt. Weil ich die Auslosung erst morgen am Samstag drehe, weiß ich auch nicht, wer gewonnen hat. Aber auf jeden Fall Dankeschön fürs kräftige Mitmachen. Danke fürs kräftige Zuschauen dieser Staffel. Wie gesagt, der Bachelor kommt dann demnächst auch. Ich freue mich schon drauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, abonniert sehr gerne hier oben meinen Kanal. Hier werde ich euch noch andere Formate verlinken, die ich gerade kommentiere. Zum einen Couple Challenge, auch extrem. Und ja, lasst mir sehr gerne einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da, um das Video zu bewerten. Und ja, dann sehen wir uns in den nächsten Staffeln. Vielen Dank nochmal, bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao. Ach ja, und herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Wow!